top dog by them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crapping the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I tell these bad bitches, accolades, got Will son, no castaway. I'm twice as good, yeah, half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, to me, how I been here 10 hours. Servus Leute, schön, dass ihr wieder mal heute am 2. Advent vorbeigeschneit seid auf meinem Kanal. Und ihr habt schon gesehen, im Porn und logischerweise auch in der Videobeschreibung, ich mache heute mal zwei Produktvorstellungen in einem Video. Und zwar von Chase habe ich mir die zwei, meine persönlichen zwei Highlights rausgesucht. Und das ist einmal zur rechten der Woodmaster und zur linken der Rust Porn. Ja, was soll denn der Woodmaster sein? Wir fangen erstmal hier zur rechten an, Woodmaster, Waldmeister Eis. Schnittbild blende ich euch jetzt mal hier oben ein und dann würde ich mal sagen, halte ich mal den Riechkolben rein und wir schnuppern mal. Also beim Geruchstest muss ich wirklich sagen, die Mentholnote kommt noch nicht mal in die Nase. Der ist richtig genial, also obwohl Eis drin sein soll, kommt die überhaupt nicht in die Nase. Vom Geschmack jetzt her, beziehungsweise sehen wir gleich, also geruchlich gesehen, kommt die Waldmeisternote nur so leicht raus. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie es beim Rauchen ist. Und ihr seht schon, das Ganze raucht wieder mal richtig top. Geschmacklich gesehen seid ihr hier auf jeden Fall safe bei der Sache. Richtig geil. Also beim Geschmack ist auf jeden Fall die Waldmeisternote richtig genial vorhanden. Nicht so wie beim Geruch eben gerade. Die kommt richtig geil raus, auch authentisch. Ihr kennt doch bestimmt diese Pudding-Dinger da, wo man auch anrühren kann. Auch schon diese Fertigprodukte, wo ihr kaufen könnt von Müller oder sowas, keine Ahnung. Und so habt ihr das auch jetzt beim Woodmaster. Also wenn ihr gerade sowas gelüffelt habt, ihr habt auf der Zunge so eine richtig geile Waldmeisternote. Die Eisnote kommt auch nur ganz leicht mit, also richtig geil. Und ich muss wirklich sagen, Waldmeister ist ein richtig geiler Flavor. Den habe ich vor zig Jahren mal das allererste Mal geraucht. Der hat mich nicht umgehauen. Ich muss sagen, der von Chase, der ist mega, wirklich mega. Und jetzt kommen wir zur linken. Und da haben wir den Rust Porn. Das soll sein Himbeereis. Ja, dann schnuppere ich logischerweise auch mal an den Kamerad. Und richtig geil, also nicht so wie gerade beim Woodmaster, habt ihr jetzt schon beim Riechen eine richtig geile Himbeernote in der Nase. Und da merkt man auch schon ganz leicht diese Mentholnote, aber nur ganz dezent. Und würde ich sagen, dann rauchen wir auch mal jetzt den Rust Porn. Und ihr seht schon, auch wie gerade beim Woodmaster, richtig geile Rauchentwicklung beim Chase Tobacco. Und ich muss sagen, auf der rechten Seite haben wir mehr so diese cremige Art. Und hier habt ihr eine richtig geile, schöne, süßig-fruchtig gehaltene Himbeernote. Hier muss ich sagen, kommt die Mentholnote auf jeden Fall mehr zum Vorschein als beim Woodmaster. Was mich aber auch generell nicht stört, weil die ist echt nicht penetrant. Die geht noch nicht mal bis in den Rachen. Nur so vor den Rachen, würde ich sagen. Und die Himbeernote ist einfach mega, mega geil authentisch gehalten. Also es ist richtig geil gemacht. Also ich bin sowieso momentan ein richtiger Fan von Himbeer. Ich weiß nicht, ich feiere den Rust Porn und den Woodmaster. Deswegen habe ich mir von den 5 Flavoren von Chase Tobacco diese 2 rausgesucht zum Vorstellen erstmal. Die anderen Sorten werden eventuell auch noch folgen. Aber ich habe mir jetzt die 2 rausgesucht, weil das für mich persönlich die 2 richtigen Banger sind. Also die haben mich richtig mega, mega überzeugt. Auch vor kurzem bei Keiko, Grüße gehen raus an dich, Digga, war ein Tasting von Chase Tobacco. Und da konnte ich ja auch nochmal alle rauchen. Ich habe die ja vorher schon mal geraucht gehabt. Aber da war mir auch nochmal da bewusst, dass der Woodmaster und auch jetzt hier der Kamerad, der Rust Porn, einfach von diesen Sorten mich persönlich am meisten angesprochen haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, am 2. Advent heute stelle ich mal diese 2 Flavor in einem Video vor. Und ich muss sagen, preislich gesehen sind wir hier bei Chase Tobacco bei 16,90 €, 200 Gramm ready to smoke. Könnt ihr, wie gesagt, auch safe in der Dose lagern. Da passiert euch nichts. Und ja, was fällt mir noch ein zum Sagen? Außer, dass ich jetzt nochmal ziehe und dann kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Ja, Fazit. Schnitt ist einfach top, habt ihr ja gesehen. Molasse top eingezogen.
Und ich muss wirklich sagen, das finde ich auch bei Chase top. Ich habe ja auch mit dem Hersteller ein bisschen geredet. Grüße gehen auch raus an Justin Zane, da müsst ihr auch mal vorbeischneiden bei den Jungs. Die haben auch ein richtig geiles Interview mit Chase geführt. Und was ich halt richtig geil finde, die Jungs und generell die Leute, wo hinter Chase Tobacco stehen, sitzen etc., die bringen die Sorten erst raus, wenn 100% die Molasse top eingezogen ist. Und das finde ich einfach top, weil man hat auch bei anderen Herstellern irgendwie manchmal das Problem, es kratzt ein bisschen, weil einfach die Molasse nicht so eingezogen ist und der Geschmack kommt nicht so raus, wie er eigentlich rauskommen sollte. Und das habt ihr hier bei, zum Beispiel bei den Chase Tobacco Sorten, habt ihr überhaupt nicht. Ihr habt wie beim Woodmaster, wie bei den anderen Sorten, jetzt auch hier beim Rustporn, eine 100%ige Qualität. Der Geschmack ist top. Der Schnitt ist top, es kratzt nicht, es drückt nicht und für 16,90 € könnt ihr euch gerne mal die zwei oder auch die anderen drei Sorten safe holen. Wie gesagt, schneid einfach mal vorbei auf der Seite von Chase Tobacco und generell, was die noch so für andere drei Sorten haben. Da haben wir zum Teil auch noch ein Eisbonbon, ein Maracuja-Tabak war es glaube ich gewesen, dann ein Zitrone-Vanille-Tabak. Also die sind auch richtig geil, aber meine persönlichen zwei Highlights habe ich euch jetzt gerade vorgestellt. Das ist einmal zur rechten der Woodmaster und einmal zur linken der Rustporn. Und dann würde ich sagen, dann war es auch schon wieder von dem zweiten Advent-Video heute von den zwei Chase-Sorten. Wie gesagt, wenn ihr mich sympathisch findet und noch weitere Videos von mir sehen wollt, hinterlasst es doch mit einem Abo, dann würde ich mich freuen. Like das Video und dann würde ich sagen, der letzte Zug geht auf euch, Leute. Bleibt anständig da draußen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace. Bleibt anständig. Kann ich schon noch? Nein. Sehr was. Ramen akkurieren.